Mike und Dave Need Wedding Dates ist die wahre Geschichte von zwei Brüdern, die eher wie beste Freunde sind. Stengel-Brüder sind die allergeilsten! Mike und Dave sind große Partylöwen, die immer Chaos verursachen. Sie sollen zur Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii mit Begleitung kommen. Ihr wollt, dass wir mit Dates auf eine Hochzeit gehen? Flippt nicht aus. Ich will nicht, dass ihr ausflippt. Das soll der beste Tag deines Lebens werden. Für dich auch, Eric. Oh. Hauptsächlich für dich, Jean. Um die perfekten, für jeden Spaß zu haben, den netten Mädels zu treffen, müssen wir jede Menge treffen. Das Internet. Sie geben ein Inserat auf. Ein todsicherer Plan. Boom. Aber die Mädchen, die sie finden, sind noch schlimmer als sie selbst. Sie verschwinden. Gehört alles zum Plan. Geht's dir gut? Alles bestens. Wir fliegen nach Hawaii. Ja! Ja! Wir machen die Scheiße. Scheiße! Tatjana und Alice sind keine netten Mädchen. Sie sind wild und durchgeknallt. Auf zur Bar! Tatjana und Alice sind definitiv verrückter als Mike und Dave. Du bist dran, Mike! Sei keine Pussy! Ich werd nicht draufgehen! Wie sieht es aus? Du siehst aus wie Brandopfer, Barbie. Und du bist der schwarze Ken. Die haben nur so getan, als würden sie auf uns stehen, nur weil sie umsonst nach Hawaii wollten. Das sind Lügnerinnen. Wir sind im Urlaub, okay? Das ist ein irrwitziges Abenteuer. Scheiße, das Ding sieht aus wie das Jesus-Tuch. Das im totalen Chaos versenkt. Oh, doch, aus dem Weg! Ja, Baby! Hallo? Tatjana, jetzt läuft Schwanz der Vampire. Das hört sich an, als würdet ihr euch Pornos ansehen, oder? Nein. Die haben auch Jurassic Fuck. Ich weiß nicht, ob wir den verstehen. Wir haben Jurassic Park nie gesehen. Mike and Dave Need Wedding Dates. Ab Donnerstag, 1. September, nur im Kino. Mike, Dave, ich hab euch wahnsinnig lieb. Und ich kann's nicht erwarten, dass ihr Teil unseres großen Tages seid. Aber ihr braucht Dates für die Hochzeit. Du willst, dass wir auf deine Hochzeit Dates mitbringen? Bitte. Was soll der Mist? Hast du eine Macke? Spinnst doch. Wer passt denn dann auf die Bierrutsche auf? Wenn das Ding nicht sauber ist, ist das grauenvoll echt. Ich glaube, ich habe dabei mal Herpes geholt. One, two, three, get loose now. Wir sind doch total lustig. Und die absolut coolsten Typen auf den Familienfeiern. Wir geben unser Bestes für dich. Wir müssen die richtigen Mädels finden. Das ist für Jeannie. Wo sollen wir suchen? Was? Wir machen was Abgefahrenes. Mike und Dave Stengel brauchen Dates für die Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii. Die Jungs bringen uns nach Hawaii. Wir suchen Mädels, die unserer Mom und unserer Schwester auch gefallen. Wir werden so vertrauenswürdig aussehen wie Sau. Wir hauen ab. Gehört alles zum Plan. Ma'am, ich will echt nicht ihre Brüste betatschen. Oh. Mein Held. Ich hab ihr Leben gerettet. Ich hab sie gerettet. Grandma, das ist Alice. Sie ist super klug. Ich manage Hedgefonds. Wow. Wir hatchen das. Wir hatchen das echt krass. Tatjana, sie ist Lehrerin. Hey, jetzt verpisst euch alle gefällig. Heute ist Erwachsenenschwimmtag. Jeannie, ich will dir voller Stolz unsere Hochzeitsdates vorstellen. Ihr seht toll zusammen aus. Dankeschön. Du bist so winzig, er ist so mächtig. Kriegst du ihn ganz rein? Oh. Wer sind diese Tussis? Braucht ihr da etwa Gras? Es ist 9 Uhr früh, wer kifft denn da bitte? Meine Grandma ist gleich da vorne. Oh ja? Will die Alte auch einen Zug? It's going down for real. Die haben uns angelogen, um für Ome nach Hawaii zu fliegen. Du bist dran, Mike! Sei keine Pussy! Ich werde niemals sterben! Oh, scheiße. Weg da! Und geht es? Sieht aus wie eine missratene Waffel. Wie eine Waffel, bei der der Koch sagen würde, die schmeißen wir besser weg. Das ganze Hochzeitswochenende ist voll von Arsch. Seid frei, meine Freunde! Hast du was genommen? Dave, ich will ehrlich sein. Ich kann dieses Pferd nicht länger anziehen. Was? Das sind diese Mädels. Die Mädels sind nicht das Problem, sondern ihr. Ich bin total gestresst. Kannst du ihr helfen, sich zu entspannen? Diese Technik heißt der sich verbeugende Pinguin. Der wutende Affe. Unsere Seelen werden sich verbinden, wo unsere Löcher sich binden. Und was jetzt? Ich platz rein, wenn Mom gerade bei Dad einen Push-Pop macht? Was ist ein Push-Pop? Eine Sextechnik, die ich mir ausgedacht habe. Was ist ein Push-Pop? Wenn die komplette Hand im Polo steckt, David. Oh, zwei Gott. Hände, zwei Hände. Oh. Reinschieben, rausschieben, reinschieben, rausschieben.